Ich grüße euch sehr geehrte Zuschauer. Ich grüße euch liebe Mitglieder der Yogaschule Minz. Heute in diesem Video gibt es einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2022 und einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2023. In erster Linie möchte ich mich heute bei meinem Team bedanken, bei der Inga, Valentin und Maria, die mich unterstützen, den Unterricht zu gestalten. Alle Yogalehrer werden sehr gelobt, von den Teilnehmern der Kurse, von mir, sehr geschätzt. Vor allem, weil ich ja alleine nicht überall sein kann und nicht überall unterrichten kann. Trotz nicht so einfacher Bedingungen dieses Jahr haben wir es geschafft, einen vierten Standort zu eröffnen. Wir haben jetzt seit Mai 22 Unterricht auch hier in Sachsen, in der Kleinstadt Krippen. So ist es jetzt unser vierter Standort neben Deggendorf, Plattling und Mainkofen. Und natürlich sind wir bestrebt, auch weiter zu wachsen, uns weiterzuentwickeln, unter anderem auch weitere Yogalehrer auszubilden und die, wenn die es dann wünschen, auch bei uns in der Yogaschule einzusetzen. Dieses Jahr haben wir im Juni ein erfolgreiches Yogacamp durchgeführt. Da bin ich auch allen Teilnehmern und helfenden Yogalehrern und Volunteuren, die in der Küche mitgeholfen haben, einen sehr großen Dank aussprechen. Mein großer Dank gilt aber auch den Mitgliedern der Yogaschule, unseres regulären Unterrichts, die uns schon für viele Jahre begleiten, die auch viele Höhen und Tiefen der Yogaschule schon mitgemacht haben, miterlebt haben und trotzdem bei uns weiter sind. Dankeschön für eure Treue. Für das nächste Jahr planen wir wieder Vipassana Schweigeretreate. Das erste ist bereits im Januar 2023. Ansonsten, wie gehabt, wie schon seit Jahren, das Yoga-Camp in Meinhard zur Sommersonnenwende. Und wir planen auch ein neues Projekt, beziehungsweise ist es sowas wie ein Restart eines alten Projekts, ein Yoga-Urlaub. Wahrscheinlich fahren wir gemeinsam nach Kroatien im Juni und verbringen dort Zeit miteinander und mischen die Yoga-Einheiten mit einer Urlaubserholung. Dazu seid ihr auch recht herzlich eingeladen. Dazu wird es auch demnächst die Daten geben und nähere Informationen. Heute am 31. Dezember möchte ich euch alles Gute wünschen für das neue Jahr. Ich wünsche euch viel Glück, viel Gesundheit und viel Liebe im Jahr 2023. Ich wünsche euch aber auch sehr viel Motivation und sehr viel Zeit, Yoga zu praktizieren, gemeinsam mit uns, mit der Yogaschule diesen Weg zu gehen. Ich wünsche euch auf diesem interessanten Weg sehr viele Erkenntnisse, Offenbarungen und natürlich auch die Möglichkeit, etwas für eure Gesundheit zu tun. Ein gutes, gesundes neues Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Eugen Minz.